Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Gast-Replay hier bei mir auf dem Kanal. Der Sasamir zusammen mit dem Tom Coyote aus unserem DX-Clan sind unterwegs auf Pilsen. Pilsen ja die neue Map, die tschechische Map, die Fabrik-Map. Er fährt einen T71 und der Tom Coyote den SP1C. Zwei Scouts auf einer Map, die jetzt nicht extrem viel zum Scouten hergibt. Zum richtigen Scouten. Aber ich bin einfach mal gespannt und lass mich mal überraschen. Stufe 8 Map. Bisschen durcheinander. Arti gibt es auch, also mal sehen. Beiden gehen auf die rechte Seite. Ist ja mehr so der offene Bereich, das heißt natürlich für Scouts, Medis, teilweise TDs und Artis. Da geht man manchmal sogar mehr ab als so, weil links hat man die Fabrikhallen, wo man in der Mitte die große Fabrik hat, in der man ja auch reinkommt. Und daneben die beiden kleinen, wo man durchfahren kann. Ja, schön schaust aus von der Seite. So, Mitte angekommen. Gleich mal die erste gefangen. What the fuck? Rechts vom Haus, rechts vom Haus. Also wie schon gesagt, da geht es oft schnell heiß zur Sache. Auf der anderen Seite ist der Gegner durch. Er hat noch einen Schuss, ich würde nachladen. Drückt man Z. Wie ihm gerade die Pumpe geht. Okay, er lädt immer noch. Jetzt lädt er nach. Du lädst noch? Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Er will es wissen. Ja, und wieder Reload. Hätte man sich gegebenenfalls sparen können. Jetzt trifft er dann links auf einen OE. Ich glaube, deswegen heißen die auch so. Erst so O und dann nach dem Schlag I. Schöner Slide und jetzt hat er den wieder, den er. Na, ich hätte ihn abbrennen lassen. Schuss gespart, aber der ist der Scout. Kriegst du den auch noch? Nice. Da hat es natürlich genau hingehauen, das Magazin jetzt. Jetzt hol dir den anderen da auch noch. Oh, Adi. Oh, was ein Lacker. Ich tippe drauf, er überlebt mit 1 HP. Die beiden Scouts jetzt. Der SP1C noch voll. T71 von hinten.
im Reload. Auf den KV-4. What the fuck? Das wird jetzt hässlich. Aim auf den Arsch. Rechts, rechts. Wo sind Sie hin? Loha-Pill. Jetzt. Ja, OI, nein, APCR Standard beim T-71. Nur nebenbei. Jetzt auf Helm, 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 Helm. Helm? Ach, er lädt gerade wieder. Da muss man natürlich stark aufpassen mit seinen Reload-Zeiten. Aber was macht der KV-4 da auch? Also der lässt sich davon jetzt auf... Nein. Schön auch nochmal auf den Hinterkopf. Erhöht das Denkvermögen. Da muss man mit seinen Reload-Zeiten, die muss man gut einteilen. So, der ist weg. Jetzt war rechts noch einer. Ist natürlich, läuft gerade ideal. Oh oh. Was haben wir da? Die IS-3. Die IS-3 hat geschossen. Deine Chance. Näher ran. What the fuck? Bleibt der stehen? Ja. Sehr nice. Er muss nachladen. Oh, 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 oh. Ah. Oh, ich fass mich. Oh mein Gott. Das ist ein Scherz jetzt. Na gut, war zu erwarten. Ja. Trotzdem. Schöne Runde, schön viel ausgeteilt, 5 Kills gemacht. Hätte man am Ende besser machen können, muss man einfach sagen. Aber trotzdem ist so ein Gefecht, das so zu überleben und so oft Glück zu haben, auch mal ein Erlebnis für euch. Hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Comments. Schaut euch die anderen Videos an. Und viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.